Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ganz kurze Information, es könnte sein, dass wir am Dienstag, wenn das Beast of Prey Event startet, schon den 1 vs. 1 Modus in Anführungszeichen wieder bekommen könnten, beziehungsweise es kann sein, dass es tatsächlich wie ein Modus funktioniert. Es haben sich viele darüber beschwert, nachdem das goldene Knockdown-Schild entfernt wurde, dass wir auf der Firing Range nicht mehr 1 gegen 1 spielen können. Jedes Mal stirbt dann der Gegner, muss sich neu ausrüsten, startet wieder ganz vorne am Eingang. Das ist erstmalig aufgefallen, nachdem uns gestern gesagt wurde, dass der Flatline Battle Pass Skin ein klein Stückchen genervt wird, hat man auch gesehen, dass der Firing Range Gebäude hinzugefügt werden sollen. Nicht nur sollen, es soll tatsächlich passieren. Ihr seht es ja hier im Hintergrund. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Bild, ein bisschen größer. Und zwar sollen diese Gebäude dazu dienen, dass wir dort 1 vs. 1 ohne Knockdown-Schild kämpfen können. Ihr seht unter den Gebäuden wie so eine Art orangene Plattform, wo es sieht auf jeden Fall zumindest so aus, als wäre das Texturen, die fehlen. Und genau auf diesem orangenen Bereich, das soll tatsächlich so final aussehen, das markiert tatsächlich den 1 vs. 1 Modus, auf den wir wieder respawnen, wenn wir sterben. Und das unendlich oft. Und mit allen Waffen, die wir haben. Wir müssen uns nicht komplett neu ausrüsten. Das bedeutet, wenn wir ein 1 gegen 1 gegen irgendwelche Leute machen wollen, müssen wir uns auf dieser Plattform in den Gebäuden befinden. Alles, was außerhalb dieser Plattform passiert, da stirbst du dann wahrscheinlich und spawnst wieder am Eingang ohne deine Sachen. Und das könnte sein, das ist tatsächlich, das ist noch nicht 100% bestätigt, aber Respawn hatte vor einigen Wochen schon gesagt, nachdem das goldene Knockdown entfernt wurde, dass sie daran arbeiten, einen Weg zu finden, auf der Firing Range wieder ein vernünftiges 1 gegen 1 sicherzustellen. Und genau das soll am Dienstag schon kommen, auch wenn es noch nicht zu 100% bestätigt ist. Wisst ihr Bescheid, am Dienstag um 19 Uhr wissen wir mehr darüber. Wir sehen uns also am Dienstag. Macht's gut, schönes Restwochenende. Bis dann, ciao.